Immer der schon. Genau, Bianca, lass uns eine Kekspause machen. So, ich trinke jetzt mal was. So. Ich nehme einfach ein Dodo mit. Falls irgendeine Gefahr kommt, werfe ich den Dodo hin und laufe weg. Genau, so macht man das. Genau so. Sehr schön. Zero weiß, wie es geht. Na doch, zu Hause ist er ja schon. Weißt du, Bianca, das nach Hause finden ist zum Beispiel ganz einfach, einfach sterben lassen. Und dann haben wir ein Bett, wo wir uns immer hin teleportieren können. Aber da, wo ich jetzt stehe. Ja, wir haben ja den Weg ziemlich geklärt. Das Einzige, was noch vor uns liegt, ist halt der Runterweg. Dann sind wir in dem Gebiet, wo wir uns aufbauen wollen, ne? Und sind auch fast schon beim neuen Zuhause. Nur was da auf uns wartet, wissen wir ja nicht. Da bist du hier zum Beispiel noch ein Raptor auf der Wiese. Und der tötet Dodos. Ah, Bibi, ich habe den Weg auswendig gelernt. Ne? Also ich bin ihn zwei, dreimal abgelaufen, um wirklich hundertprozentig sicher zu sein, dass wir diesen Weg auch ablaufen, wenn wir im Stream sind, damit es keine großartigen Fehler gibt. Also mach dir da mal keine Sorgen. So, sehr schön. Also den Raptor, der hier oben ist, den habe ich jetzt erstmal getötet. Das ist das Einzige, was ich für dich tun kann. Weil der Bär ist nicht so schlimm. Weil mein Anhaltspunkt ist halt einfach dieser grüne Strahl, der hier ist. Und dieses lustige Konstrukt. Ja, da gehen wir gleich runter. So, ich bin jetzt beim verletzten Bären, wo wir den verletzten Bären gesehen haben und den Kano getötet haben. Dann bist du ja gleich da. Ja. Ja, ich guck gerade noch mal rum, aber es sieht ganz gut aus. Der einzige Fleischfresser ist der Bär, der hier noch rumläuft. Wir wissen, dass der Bär den Ravager fertig gemacht hat, oder? War das nicht so? Was war das denn? Ach. Oh. Was? Ja, hier war gerade ein Ravager Level 4. Gestorben? Ja. Okay. Aber wenn da einer ist, sind da auch mehrere noch. Die sind ja immer zu dritt. Ja, die anderen sehe ich aber nicht. Aber dann solltest du dich auf jeden Fall beeilen, damit wir schnell runterlaufen können. Ja, ich laufe die ganze Zeit konstant. Der Dodo genießt auch die Aussicht. Der hat's Ja, gut. genau. Den schmeißen wir auf die Ravenger. Schmeißen wir runter, um zu gucken, ob alles clear ist. Wenn angegriffen wird, nicht. Jetzt bin ich bei den roten Pilzen angekommen. Ach ja, Kaffee und Kekse klingt gut. Kaffee habe ich gerade getrunken. Tja, und Bianca, ganz ehrlich, wenn ich Zero nicht hätte, würde ich ja auch nicht klarkommen. Ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit angsterfüllt zu Hause rumsitzen. Ja, keine Ahnung, wo auch immer dieser einzelne Ravager jetzt herkam. Wahrscheinlich auch wieder von irgendwo runtergefallen. Wer weiß. So, ich bin gleich da, wo wir den zweiten Kanu fertig gemacht haben, und dann bin ich bei dir.
Oh nein, Raptoren. Scheiße. Der zweite Kanu war ja nicht so weit von hier entfernt, ne? Ich hoffe, ich kann mich vorbeischleichen, solange sie die Schildkröte töten. Ansonsten habe ich noch mein Dodo dabei. Den werfe ich denen in den Kopf. Aber ich scheine durchgekommen zu sein. Das ist so ein toten Raptor aufgehoben. Ich hoffe, ich würde dir überhaupt richtig entgegenkommen. Hihihi. Man muss einfach nur da bleiben, wo ich gestorben bin. Aber das ist langweilig. Ich bin gleich da. Los, kommt, Leute. Der will unsere Hilfe nicht. Ja, wenn etwas ist, sage ich dir Bescheid. So. Ach. Bewusstlos? Wer? Hier ist so ein Ovis bewusstlos. Achso, hier war ein Skorpion, Digga. Der ist tot. Okay. Hat sich mit dem Ziegenbock angelegt. Ziegenbock hat ihn anscheinend getötet und ist dann umgefallen. Das war wahrscheinlich der Skorpion, den du meintest. Ja, da ist noch ein toter Skorpion. Ja, dann. Auf meinem Weg ist alles geklärt, finde ich gut. Ich stehe hier und Ich sehe schon singe. das Konstrukt. Alles ist gut. Es kommt bestimmt Yay! ein Raptor von der Seite. Nein, hier oben hatte ich alles unter Kontrolle. Den letzten toten Raptor habe ich schon wieder gefressen. Oh, ich sehe. Ach, da ist mein Strahl. Okay, jetzt sehe ich ihn. Was? Welcher Strahl? Ach Mein so, dein. Todesstrahl. Ja. Weil der andere ist schon wieder weg. Ich sehe dich. Hallo. Da ist der Zero mit dem Dodo in der Hand. Sieht so geil aus. Aber der Dodo sich ja nur gar nicht bewegt. Ach, sieh mal, da ist mein anderer Todesstrahl. Ich war da unten. Lol. Ach so. Ja, das ist natürlich auch cool. Na gut. Hätten wir das gewusst. So. Boah, ich hoffe, die kommen uns alle hinterhergesprungen. So. Ich hoffe, die kommen überhaupt hinterher. Ja, wir versammeln uns hier. Und dann gehen wir runter. Ach, ich weiß, wo der Ravager herkommt. Hier ist einer. Er steckt fest. Immerhin. So, ich Er gelade kommt, er diesen kommt, er kommt, oh Fall. Gott. Hier, nimm das Huhn. Runterspringen? Runter oder nicht? Ja, komm, lass uns runter. Er steckt immer noch fest. Oh, Au, nein, au, nein, au, au. nein! Was? Holy, ich geh sterben. Ja, keine Sorge, dein Tier hält schon Oder alles auch aus. nicht. Oh. Oh mein Ist alles Gott. hinterhergekommen? Also, wir haben den Skorpion, wir haben den Akko, wir haben die zwei. Der Revenger ist weg. Ich guck mal, ob ich ihn noch kriegen kann. Oder? Ja, der Ravager fehlt. Nee, ich komme nicht mehr hoch. Ja, dann. Ah, verdammt, ey. Ja, Das Wichtigste von den holen wir Tieren. später. Holen wir später. Der wird Ja. zurechtkommen. Ja, davon gehe ich aus. So, wo bist du? Komm runter. Bist du schon unten? Ja, ich bin jetzt hier. So. Sehe dich noch nicht. Stehe neben dir. Ach, tja. Ist er da nicht gestorben? Lol. Das war ja direkt nebenan. Okay, wir sind jetzt hier bei unserem Gebiet und Jetzt müssen wir erstmal unsere Stellung sichern.
In der Hoffnung, dass auch wirklich alle Tiere mitkommen. Und nicht wieder die Hälfte bei Steinen hängen bleibt. Ich muss erstmal die Nische finden, wo wir uns reinbauen wollen. Ich glaube, die war. Ah, hier ist der Wasserfall, Gut, kurz. genau. Das heißt, wir gehen hier lang. Guck, da unten. Da unten bin ich gestorben. Lol. Ach, ist das bitter. Hier sind viele rote Okay. Pilze, wa? Krass. Da rechts sind Revenger, da unten sind na, wie heißen die nochmal? Raptoren. Raptoren, genau. Ja gut, die Raptoren können wir töten. Und dann ist da schon das Zuhause, okay. Dann lass uns hier runter. Weiß nicht, wo der sicherste Ort ist, aber wir machen das mal hier. So, jetzt habe ich natürlich wieder die Orientierung verloren. Juhu! Einfach runterkommen. Wo bist du denn? Da. Geronimo! Es regnet Dinos! Oh mein Gott, ey. Ja. Ich finde das überhaupt gar nicht witzig, weil das so knapp ist. Mann, geh mir aus dem Weg! Ah, sauber. Die Raptoren werden gerade fertig gemacht. Ja, ich sehe schon. So. Okay. Ich mache hier mal die Nische frei. Ja, das wäre super. Jetzt werden sie doppelt fertig gemacht. Alter, gehst du mal weg, Stein? Endlich. So. Ah, guck mal, hier ist eine Leiche. Nehme ich mit. Ja, cool, ne? Ich nehme die Leichen auch mal mit. So. Oha. Im Fluss ist ein Sarko. Ich hoffe, die Dinos sind alle noch da. Ach, Sehr der schön. Dodo läuft hier noch. Ich nehme dich mal wieder mit, Dodo. So, Revenger. Schneller. Der kam gerade nämlich ganz exakt auf uns zu. Was zu essen? So, und wir haben es geschafft. Wir sind zu Hause. Party! Party! Guck mal, neuer Penner. Cool! So, Dodo, ich werf dich mal direkt ins neue Zuhause rein. Hier bist du in Sicherheit. So, aber die. Was bist du denn? So, noch so ein Penner. Ja. Aber die anderen, wollen wir die draußen stehen lassen oder wollen wir die auch in die Nische reinmachen? Ich weiß nicht. Ich bin draußen, sind sie wenigstens eine coole Abwehr. Ja, lass sie erstmal draußen stehen. Gut. Ja, Bianca, ich wünsche dir auch einen schönen Nachmittag. Haben wir es geschafft. Fehlt nur noch der Ravager, wa? Ja. Das stimmt wohl. Oh, jetzt haben wir schon wieder so ein fettes Vieh hier, was hier ständig laut ist, ne? Ja, wir Ich können bin sie auch mit echt. unseren Dinos töten. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Ich bleibe auch echt durch nichts verschont. So. Ach, trinken! Ich war nämlich auch schon ganz schön durstig. Ah, schön. Ja, Leute, unser neues Zuhause. Ja, am besten bauen wir hier direkt mal Betten und so auf, ne? Ich würde sagen, ich beseitige mal hier die Steine und dann bauen wir hier auf. Ja, würde ich auch sagen. Dann ich mal ein bisschen mit. Früher oder später müssen wir uns noch um das Ravager-Problem da vorne kümmern, aber das Na hat gut, die hoffentlich noch kommen ein dann bisschen sowieso Zeit. immer wieder neu. Oder nicht? Alter, was war das gerade für ein Gebrüll? Im Hausflur? Nein! Irgendein Dino hat mir gerade ins Ohr gebrüllt. Ich habe mich voll erschrocken. Ach so. Ich dachte gerade, du meinst Kinder im Hausflur. Oh nein, Die mir waren nämlich fehlt auch gerade sehr Stroh. laut. Oh Gott. Mir fehlt Stroh. Das übliche Problem. Joa.
Aber hier haben wir wenigstens ein bisschen mehr Bäume. Haben wir? Ja. Ja, stimmt. Naja. Naja, wobei. Ja, da ist ein richtiger Wald. Ja, gut, stimmt auch wieder. Wenn wir die Revenger loswerden, gehört er uns. Wenn. Das kriegen wir auch noch hin. Wenn wir sie dann ein für alle Mal loswerden. Ich dachte, ich habe getrunken. Was soll das? Hm. Ach, ich habe keinen Beutel. Ach so. Ich dachte, wieso trinke ich denn nicht? Hm. Und schon haben wir fast wieder unseren kompletten Steinvorrat aufgefüllt, den wir zurückgelassen haben. Das bist du, alles klar. Nee, hä? Ja, ich mach mal hier alles weg, damit wir hier ein bisschen freie Sicht haben. Ja, abgesehen von den Trümmern. Es wäre cool, wenn wir die Trümmer noch wegmachen könnten mit irgendwas. Nee, es geht leider nicht. Aber es wäre cool. Mit denen müssen wir leben, glaube ich. Hm. Ja, ne, ist ja jetzt nicht so schlimm. Und vor allem können wir uns ein Steinhaus bauen. Boah, rein theoretisch können wir ein Steinhaus bauen, ja. Nein, meine Axt ist kaputt. Und ich kann sie nicht reparieren. Wahrscheinlich, weil mir Stroh fehlt. Nö, weil mir Holz. Ach so, weil mir Holz und Stroh fehlt. Okay. Dann nehme ich halt die Spitzhacke. Lecco mio! So. Ich würde sagen, wir bauen hier einfach direkt aufs freie Feld. Wir müssen. Da wir hier kein PvP haben, müssen wir da drin ja nicht bauen. Ja, können wir machen. So, ich habe 89 Punkte frei und ich lerne Steinsachen. Ich habe auch noch ein paar Punkte frei. Welche Steinsachen lernst du denn? Hm, warte, wo sind die denn überhaupt? Ah, da irgendwo. Ich würde sagen, wir arbeiten wieder mit Pfeilern. Hm. Das finde ich eigentlich ganz cool. Weil entweder lernen wir einfach alles. Ja, ich würde sagen, wir lernen einfach alles, damit wir zusammen kooperieren können. Hm, das ist klar. Gut. Na gut, abgesehen von der verstärkten Holztür, die kann ich nicht lernen, aber ist nicht so schlimm. Gut. So, was brauche ich denn für die Pfeiler? Dadurch kriegen wir jetzt richtig viel XP. Holz. Ich hoffe. Ich würde sagen, wir bauen erstmal nur einen ganz, ganz kleinen Bereich, wo wir dann nämlich die Schmelze aufbauen, direkt den ersten Eisen holen, damit erstmal besseres Werkzeug bauen. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten Plan. So, ach, hier ist unsere Kiste. Was haben wir da eigentlich reingetan alles? Zement, Rüstung. Und den Stein nehme ich mit. Hm, aufpassen, dass der Revenger hier nicht in der Nähe ist. Der war nämlich gar nicht so weit davon von uns entfernt. Das stimmt. Ich füge mir selber Schaden hinzu, indem ich den Baum fälle mit der bloßen Hand. Ich boxe den Baum um. Buh, buh. Kann ich jetzt meine... Ja, endlich. Toll, für einen Schlag habe ich jetzt noch die Axt repariert. So, ich würde sagen, ich setze den ersten Pfeiler. Yay! Direkt. Wup, wup. Da sagen wir hier hin. So. Tada! Und da müssen wir vor allem auch gucken, dass wir dann möglichst bald unsere Räucherkammer wieder aufbauen. Und den Kleiderschrank wieder hinbauen. Betten ist klar. So. Hm.
Was habe ich hier endlich? Ach, Iguanodon. Stimmt. Der Egon. Egon! Ja, so ein Egon wäre auch wieder cool. Ich würde fast behaupten, das schaffen wir in dieser Staffel nicht. Ja, wir haben noch circa 3 Stunden in dieser Staffel. Könnte was werden, sagen wir mal so. Ja, gut, stimmt. Je nachdem, ob wir jetzt den Rest mit Bauen verbringen oder so. Wer weiß. Mal sehen. Würde ich sagen, machen wir spontan. Guck mal, wir So, haben direkt eine Heilpflanze hier Stroh. neben uns. Das ist cool. Ja, ich habe schon gesehen, ist cool. Ich mich auch schon gefreut. So, ich bin überladen. Yay! Ich will doch nur Stroh. Wahrscheinlich werde ich stundenlang farmen nur für einen Pfeiler oder so. Mann! Nee, da wir jetzt ja Steinpfeiler machen. Das ist jetzt nicht so wild. Ups. Achso. Ja, das bringt auf jeden Fall ordentlich Experience. Ach, ist das schön. Muss nur noch gucken, dass ich mir irgendwie zwischendurch mal wieder neue Klamotten mache. Habe ich da gerade ein Heulen gehört? Ey, frag mich nicht, was die unter uns schon wieder machen. Die schieben irgendwas scheinbar an der Heizung entlang. So. Ich dachte, irgendwas heult hier doch gerade. Ja, das ist die Heizung. Die weint, weil sie gequält wird unter uns. Und das Quälen, dieses gequälte Heulen hörst du durch das ganze Haus. Oh je. Lass mich raten, du hast jetzt Mitleid mit der Heizung. Nö, ich höre sie ja nicht. Hast du doch vorhin. Ja, ich dachte, das wäre im Spiel gewesen. Ach so. Revenger, nein, geh weg. Also wir haben relativ nah bei uns, Revenger. Ja, das Problem werden wir in Zukunft angehen. Jo. Sag mal, haben wir keine Steinrampen hier? Gibt es sowas nicht? Hast du und der Strohdächer gebaut? Weil auf die Strohdächer kommen dann die, Die Fundamente. nicht die Fundamente, sondern die Steindächer. Ach so. Das ist einfach, um Ressourcen zu sparen. Wieso, um Ressourcen zu sparen? Ja, du siehst ja, hier habe ich einen Pfeiler weniger. Weil das hier dient als Brücke. Sonst müsste ich nämlich auf jedem Quadrat einen Pfeiler stellen. Und dadurch, dass ich einfach die Strohdächer baue und wir darauf dann die Steindächer machen, die Strohdächer sieht man später auch nicht mehr, so Ja. sparen wir halt ziemlich viel Ressourcen. Okay. Dann mach ich halt eine Holzrampe, scheiß drauf. So. So, jetzt brauche ich Steindächer. Ist ja trotzdem noch 30 Holz, Alter. Das Problem ist, dass wenn die Ravengers sind, genau in die Richtung, wo der Wald ist. Ja, müssen wir uns bald drum kümmern. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist die Truppe mitzunehmen. Zwei von denen mit Bolas festzuhalten. Wenn du triffst, wäre das toll. Ja, das wäre dann halt der Plan. Aber du weißt, ich und Treffen. Ansonsten auf dem Stein flüchten mit Pfeilen voll spicken. Ja.
Ich wusste auch, dass ich irgendwie Armbrust gelernt habe, aber ich finde, keine Ahnung. Ja, für die Armbrust brauchst du eh Metall. Das ist kacke. Aber gut, wir sind ja extra hergekommen, weil es hier Metall gibt. Ja, wo sind denn die Ravager? Im Wald wahrscheinlich, ne? Na, direkt vor dem Wald. Da verhieb sich die jetzt gerade nicht. Ach, da springt gerade einer, glaube ich, oder? Ne, das war nur ein Kopf. Also, es ist auch ein Leuchtender dabei.